Und das ist das HTC One E8. Ihr seht schon sofort, ja, das ist nicht mehr aus Metall, sondern hat einfach so ein Plastik-Unibody. Aber trotzdem ist es ein richtig schönes Gerät. Und ich möchte euch ein kleines Hands-on geben und wir vergleichen es auch gleich mal direkt mit dem HTC One M8. Der größte Unterschied, wie ich schon sagte, ist erstmal, das ist hier aus Plastik. Es ist dadurch auch eine Ecke leichter. 145 Gramm haben wir auf dem HTC One E8 und das HTC One M8 ist 160 Gramm schwer. Der nächste Unterschied ist, das E8 ist ein bisschen dicker. Das sind 9,85 mm. Im Vergleich zum M8 haben wir da 9,4 mm. Und wir haben natürlich unterschiedliche Kameras. Beim M8, das kennt ihr schon, hinten die Ultrapixel-Technologie, die haben ja zwei Sensoren da reingepackt. Da konntet ihr diese 3D-Effekte mitmachen. 4 Megapixel damals. Beim E8 oder E8 haben wir die 13-Megapixel-Kamera des HTC Desire 816, was in meinen Augen gar nicht so schlecht ist. Was mir auch gefällt vor allen Dingen ist, natürlich bekommt der HTC Boom Sound. Das heißt, ich lege das jetzt mal ein bisschen an die Seite. Ihr habt hier die beiden Speakers, die frontal nach vorne gehen und habt dann wahrscheinlich gleich guten Sound wie beim One M8. Natürlich müssen wir das entsprechend testen, weil im Hintergrund hört ihr schon, der Sound kommt nicht aus dem Gerät, sondern hier klimpert lustig die Jazzband durch die Gegend. Was ist ebenfalls noch interessant an dem Gerät? Wir haben eine 5-Megapixel-Kamera vorne. Generation Selfie wird sich richtig darüber freuen. Ansonsten gehen wir ums Gerät drumherum. Unten haben wir einen Micro-USB-Anschluss, da könnt ihr den sehen. Und einfach entsprechend Anschluss für euer Headset. Hier auf der Seite, da könnt ihr dann eine Micro-SD-Karte einschieben, um den Speicher zu erweitern. Übrigens 16 GB interner Speicher. Oben den An- und Ausschalter. Und dann hier auf der rechten Seite Einschub für eure Nano-SIM und entsprechend die Lautstärkeregelung. Nun zu den Spezifikationen. In Bezug auf den SoC hat sich hier nicht großartig was geändert. Qualcomm Snapdragon 8 und 1, also der Quad-Core mit 2,5 GHz. 2 GB RAM, 16 GB internen Speicher, den man, wie ich euch schon sagte, natürlich entsprechend erweitern kann mit einer Micro-SD-Karte. Lass uns nochmal schauen. Natürlich HTC Sense und den HTC Blinkfeed. Jetzt gucken wir nochmal, welche Android-Variante hier drauf läuft. Immer wieder ein Spaß, wenn ich mich durchs Chinesisch durchwühle. Aber da seht ihr schon, da ist also ein KitKat drauf, 4.4.2. Was wird das Gerät kosten? Natürlich mit UMTS, natürlich auch mit LTE. Was wird das Gerät kosten? Ich kann es euch noch nicht sagen. Ich weiß auch noch nicht, wann es in Deutschland rauskommt. Aber mir gefallen so einige Sachen. Guck mal hier, wie es entsprechend so eingefasst ist hier golden, die Linse und auch hier oben. Das sieht alles sehr, sehr edel aus und ich bin mir sicher, dass es preislich weit unterhalb des HTC One M8 angesiedelt sein wird. Und das ist das HTC One E8. Ihr seht schon sofort, ja, das ist nicht mehr aus Metall, sondern hat einfach so ein Plastik-Unibody. Aber trotzdem ist es ein richtig schönes Gerät. Und ich möchte euch ein kleines Hands-on geben und wir vergleichen es auch gleich mal direkt mit dem HTC One M8. Der größte Unterschied, wie ich schon sagte, ist erstmal, das ist hier aus Plastik. Es ist dadurch auch eine Ecke leichter. 145 Gramm haben wir auf dem HTC One E8 und das HTC One M8 ist 160 Gramm schwer. Der nächste Unterschied ist, das E8 ist ein bisschen dicker. Das sind 9,85 mm. Im Vergleich zum M8 haben wir da 9,4 mm. Und wir haben natürlich unterschiedliche Kameras. Beim M8, das kennt ihr schon, hinten die Ultrapixel-Technologie, die haben ja zwei Sensoren da reingepackt. Da konntet ihr diese 3D-Effekte mitmachen. 4 Megapixel damals. Beim E8 oder